Leute, was geht? Alvin hier, Max sein Bruder. Ich weiß nicht, ob man mich erkennt. Jo, es ist kurz vor drei. Wir holen Max noch ab. Man ist gut vorbereitet. Kissen ist dabei. Dann wollen wir mal die wichtigsten Sachen. Sind auch schon gepackt. Es geht wieder ins weit entfernte Regensburg. Mal wieder insgesamt über 14 Stunden Fahrt. Ich hoffe, es lohnt sich und wir holen uns den lang ersehnten Auswärtssieg. Ja, und jetzt warte ich noch auf die Legenden. Geschafft, auch mal da. Wie spät haben wir es jetzt? 3.29 Uhr, geiler Hintergrund übrigens. Wie geht's euch? Alles gut, Diggi. Ich bin voll fit, Mann. Ja? Fit. Alvin sieht auch richtig fit aus. Ich hätte gedacht, ich bin voll müde, Digga. Ich bin voll aufgeregt, Digga. Der ich auch. Ich bin nervös, Mann. Also, alles oder nix. 14. Spieltag gegen Jahn Regensburg. Letztes Jahr bin ich ja zweimal dort gewesen. Man munkelt Glücksbringer. Damals im Nebel von Regensburg. Im DFB-Pokal, ja, Elfmeter-Krimi weitergekommen und dann eine Woche später war es tatsächlich wieder dann in Regensburg, mussten wir wieder hin und haben wir 3-2 gewonnen. Also, ja, heute wirklich mit positiver Bilanz, wir gehen da gut rein. Ab nach Bayern. Oh, darf ich das jetzt diesmal sagen? Letzte Woche war das ja nicht erlaubt. Vor zwei Wochen war das ja nicht erlaubt gegen Fürth. Ich habe das Gefühl, wir sind in Bayern jetzt heimisch. Vor zwei Wochen da, jetzt wieder hier. Das ist der Nebel von Regensburg. Schon wieder. Stimmt. Hä? Es geht schon wieder los. Kurz am Rastplatz noch ein bisschen was zu essen stöbern. Eine Stunde von Regensburg entfernt. Eine knackige Bockwurst. Boah, heiße Ware. Noch ein bisschen frisch getankt. Jetzt hier ein Rast. Brezeln auch, wenn man in Bayern ist. Lecker. Dann wollen wir mal schauen, was das hier gibt. Live-Test. Wir wollen eine Bewertung von dir. Der Fahrer. Sehr knackig, intensiven Geschmack. Senf ist okay. Digga, oder keine Ahnung, eine Skala. Eine solide Tankstellen-Bocki. Also 6 oder 7. Ja. Weiter geht's. Hier wird sich schon ready gemacht. Ich zieh mir das auch rein, aber von mir gibt's nicht so eine Tankstellenbewertung. Erst in Regensburg. Da hauen wir nämlich das Seriöse raus. Kleiner Nachtrag, ey, die ist ja wirklich der Hammer. Besser, als ich überhaupt gedacht hätte. 8 von 10 von mir. Da habe ich schon weitaus schlechtere gegessen. Wir haben es geschafft. Regensburg, wir sind da und da steht natürlich nichts drauf. Mann, leck. Endlich sind wir da mit Ach und Krach. Meine Augen brennen wie was weiß ich. 10 Uhr haben wir es jetzt. Pünktlich wie die Maurer, 3 Stunden vor Anpfiff. Das sieht aus wie beim Schachspiel, die 2 Türme. Ja, hier bin ich lang gelaufen. Wie mittelaltertümlich sieht das hier aus. Wo lang? Geradeaus. Können wir hier parken, Mann? Hier rechts. Angekommen in Regensburg. Ich bin absolut fertig, nicht gepennt. Er hier, ganze Fahrt weg gewesen. Hier unser Fahrer auch, voll fertig. Gleich eine kleine Schlummerpause, ne? Auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt hier schon sind, muss eine Legende noch gefunden werden und gesucht. Und zwar die Glücksbringerkatze. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, Jungs, wir müssen die Glücksbringerkatze wiederfinden. Denn wenn sie kommt, dann gewinnen wir. Das ist 100% sicher. Also, los, auf die Suche machen. Miezchen, Miez. Das Ding ist, ich habe eine Katzenallergie. Ach du Scheiße, ich kann die eigentlich gar nicht streicheln. Ich habe leider nichts zu essen dabei. Guck mal, wie süß die ist. Ey, nein. Ich habe leider nichts zu essen für dich. Ja, sehe ich auch so. Mach's gut. Auswärtssieg. Ach ja, alte Zeiten, da kommen Erinnerungen hoch, als ich hier da unten stand, dann bin ich hier lang gelaufen und da war dann irgendwie die Katze. Aber man darf eigentlich nicht nach dem Glück suchen. Sie muss wieder zu uns kommen, so ganz zufällig. Ja. Guck mal, das ist schon heftig, oder? Einfach vielleicht mal hier lang gehen und mal gucken, was passiert. Ne? Eventuell schleicht sie sich ja hier rein. Jetzt mal die Treppe runter. Schön die Altstadt mit der Kirche. Ich bin ja jetzt auch schon in vielen Städten gewesen und Regensburg gehört mit zu einem der schönsten
ohne mich jetzt hier einzuschleimen, aber das seht ihr selber hier im Hintergrund, brauche ich euch, glaube ich, nicht viel erzählen. Die Donau, aber die drei Punkte, die nehmen wir dann wieder mit, hoffentlich. Also es ist wirklich hier jetzt kurz vor knapp, ne, es brennt die Hütte. Wenn wir heute nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Max sucht wieder den besten Spot hier. Oh Mann, ey. Bester Aufnahmespot. Ohne ins Wasser zu fallen. Komm, Alter, komm, du musst auch mit. Oh, aber nee. Aber lass das halt. Oh, nee. Oh, Scheiße. Okay, wieder zurück. Abbruch, mein Fuß. Das war's mit der Reise. Ja, wir gehen wieder. Ich fahr nach Hause. Wir kommen zu den letzten Spielen von Regensburg. Zu Hause haben sie bisher in der zweiten Liga nur einmal verloren. Aber dann richtig 6-0 gegen den KSC. Gut 3-0 noch verloren im DFB-Pokal gegen Düsseldorf zuletzt. Aber in der Liga haben sie 2 Siege in Folge. Sie spielen eine solide Saison und haben bisher mit dem Abstieg relativ wenig zu tun. Viele hätten das vielleicht gar nicht so am Anfang gedacht. Deswegen Hut ab. Bei uns sieht das Ganze ein bisschen anders aus. 6 Auswärtspflichtspiele ohne Sieg. Also das... Rostock ja momentan einer der formschwächsten Teams. Seit dem 9. Spieltag nicht mehr gewonnen. Jetzt steht der 14. an, also... Falle ich schon gleich aufs Maul hier. Hoffen wir einfach mal, dass wir heute gewinnen und dann feiern wir wieder alle zusammen. Also das wäre schön, das wäre zu wünschen. Ne? Also diese ganzen letzten Wochen, die waren ja ziemlich... Und mit den ganzen Gesprächen und so, das muss ja nicht sein, mit der Unruhe. Und weil du es auch schon gesagt hast, viel Unruhe im Verein. Letzte Woche ist es ja bekannt geworden, dass 3 Spieler von unserem FC Hansa suspendiert wurden. Einmal Munsi, dann Thomas Meissner und Theo Martens. Das Trainerteam hat also entschieden und die Jungs jetzt erstmal in die zweite Mannschaft befördert. Ihr habt es vielleicht schon auf meinem anderen Kanal RealMX1965 gehört, da wollen wir auch gar nicht so viel drauf eingehen. Die Hauptsache ist, ja, dass sich das jetzt nicht so groß auf die Mannschaft auswirkt. Allgemein, wie jetzt die Stimmung ist, bin ich sehr gespannt auf die Antwort heute. Das gibt's ja einfach nicht, ne? Wir sind jetzt hier am Spot und ohne, dass wir jetzt wirklich gesucht haben, du bist der Zeuge. Miezchen! Mietz. Mietz. Ich kann dich streicheln, Max nicht. Die hat ja gar keinen Bock auf uns. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen, Mann. Ey, lauf nicht weg. Und tschüss. Aber ich weiß auch nicht, ob sie es zu 100% war. Naja, sie kann in dem Jahr gewachsen sein. Kräftiges Futter haben die hier. Ich glaube, hier ist eine Katzeninvasion. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Vielleicht sehen wir noch die eine oder andere. Hier bin ich dann runter. Und dann saßen wir im Dunkeln auf diesem Fleck der Stein der Weisen. Was sind das überhaupt für Riesenboote hier? Ja, das hat schon was. Das ist schon vor allem für so Historiker, glaube ich, ein gefundenes Fressen. Es ist Zeit für die aktuelle Tabelle. Hansa auf Platz 13, punktgleich mit Nürnberg und Pauli, aber komplett gleiches Verhältnis mit Nürnberg. Also 12 Tore und 21 Gegentore. Die nehmen sich nichts. Die nehmen sich nichts, genau. Wenn sie gewinnen, dann kann man ein paar Plätze hochklettern und das wäre eigentlich auch ganz gut, da jetzt auch Fürth wieder gepunktet hat. Wenn wir jetzt nochmal genau zeitgleich die letzte Saison anschauen, da gab es Ingolstadt auf dem letzten Platz, die hatten nur 5 Punkte und jetzt hat der 18. Platz 11. Also ihr merkt schon, das wird so eine spannende Saison. Ich glaube, wir müssen zittern bis zum Schluss. Ich hoffe es nicht. Und Regensburg befindet sich aktuell auf dem stabilen 9. Platz mit 18 Punkten. Also die haben schon ihre Siege geholt. Mal spielen sie wirklich richtig gut und dann kriegen sie mal einen auf den Deckel, setzen auf ihren Trainer. Auch Kontinuität ist das Motto. Das haben wir ja eigentlich jetzt auch in den letzten Jahren so immer beibehalten. Jetzt gehen wir dann auch mal unsere Schlafmütze, unseren Schnarcher abholen. Den Fahrer, denn der hätte hier noch die schöne Sicht verpasst bisher. Also, einiges verpasst. Die Strömung wird stärker. Dann wollen wir die Legende jetzt mal abholen, den Fahrer. Wichtigster Mann an Bord. Der hat nämlich jetzt ein kleines Nickerchen gemacht. Da liegt er wie ein Baby. Aufstehen! Auswärtssieg! Hallo! Er hört gar nichts. Gut geschlafen? Auswärts. So sieht's aus. Verschönert. Bei der Arbeit. Historische Wurstküche, aber leider haben wir nicht mehr so viel Zeit, hier durch die Stadt zu laufen. Machen uns schon auf den Weg ins Stadion. Sicher ist sicher und pünktlich ist pünktlich. Gruselig, Alter, zu Halloween. Da kriege ich schon Angst.
Angst vor sowas? Ja, irgendwie schon, ja auch. Nein. Aber richtig voll hier. So voll. Ja. Gibt's hier irgendwas umsonst? Man weiß es nicht. Hauptbahnhof. Sonst immer mit der Bahn, heute auf Luxus vom Fahrer gefahren. Und da geht's dann zum Stadion. Hallo Leute, ich bin auch dabei. Wie geht's? Spaß. Genau. Jetzt sind wir hier direkt an der Autobahn, wo das Jahn-Stadion sich auch befindet. Seht ihr das da hinten? Wie wird sich die Mannschaft präsentieren? Wir haben ein gutes Gefühl. Auf dem Weg ins Jahn-Stadion. Na, guck mal das Band an. Wir sind schon da gewesen. Und da ist das gute alte Prachtstück. Wie viele Zuschauer passen da rein? Schreibt es in die Kommentare. Das Gute ist, die ganzen Verletzten und Gesperrten sind wieder da. Also man muss ja sagen, gegen Kaiserslautern hat es ja auch in der ersten Halbzeit und so nicht schlecht ausgesehen vom Spielerischen her. Ja, nur das Ding wollte halt nicht über die Linie, ne? So wie die letzten Spiele. Egal wer heute das Tor macht, Hauptsache ja, mal mehr als der Gegner. Ja. Ingelsson? Ingelsson. Einen sehr korrekten Hansa-Fan. Ja, bis über eine Stunde. Aber dann fahren wir hoch in die Heimat, weil hier sind Ferien und dann sind das 680 Kilometer. Ja. Ja, das hört sich gut an. 3-1. Lieblingsspieler von Hansa? Wär geil, wenn er jetzt heute das Ding auch reinmacht, ne? Hoffen wir es. Also ich sage mal 2-2. Hauptsache nicht verlieren. Ja. Easy win. Geh ich mit. 2-1. 2-1 habe ich auch gesagt. Regensburg-Hymne. Das ist die Ausstellung. Verhoek und Hinterseher. Ingelsson, Prüger im Mittelfeld. Gut, da stellt sich von alleine auf Dressel, Fröde, Simon Rein. Ja, leider wieder verletzungsbedingt ausgefallen. Rossi, Malone, unsere standhafte IV. Neidhardt kehrt auch endlich wieder zurück. Wichtig, genauso wie Anano und Kolke im Tor. Dann die Ausstellung von Regensburg. Albers, ganz gefährlich. Auf den Jungen aufpassen. Der hat, glaube ich, schon 6 Dinger oder sowas. Ansonsten auch eine sehr, sehr starke Ausstellung. Ahus wert Sieg. Krank. Öfter. Das ist ganz vorne. Der will angreifen. So muss das aber. Alles nach vorne jetzt. Auf geht's. Und zweite Hälfte auf unser Tor. Oh. Presse. Sieht da. Krüger. Aber wirklich sagen, alles voll hier, ausverkauft in Regensburg. Wir sind hier eingeengt und das kennt man eigentlich nicht. Hansa mit mehr Ballbesitz, sieht doch ordentlich aus. FC Hansa! Boah. Was ein Querschläger! Der ist sogar gut. Ingelsson. Oh, Schießung! Ja! Schon Auswechslung, gute Besserung, aber die Verletzung, das Unterzahlspiel, das haben wir ausgenutzt, beziehungsweise Überzahlspiel. Bester Neuzugang. Aber richtig guter Auftakt, 7. Minute hier. Was ist da los? FC Hansa!
das Ding sitzt. Schieß. Und heute gehen wir endlich mal in Führung. Schieß, Rossi. Nein, Flanke natürlich. Oh, 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 guter Ball, guter Ball, guter Ball. Der hüpft, der hüpft. Schöne Choreo. Brauchst du den Power? Das ist doch der Sticker. Ein langer Ball. Mach da, mach da, mach da! Was ein geiler Anfang! Seit der Auswechslung dank Kaiserslautern lässt er sich nicht auf sich sitzen und hat direkt die Ansage gemacht, warum man ihn im Spiel lassen muss. Sicher stehen, sicher stehen. Oh. Richtig. Eingespissen. Egelsson. Abseits. Abseits. Schallo! Schallo! Unsere Nummer 1. Müsste haben. Schön, schön, schön. Oh, Johnny. Alter. Über den Schlappen gerutscht. Sonst 2-0. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Umdenken. Umdenken. Oh, das... Elfer! Jawohl! Was ist hier los? Schuss! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ein Schuss! Junge! Hält der den rauf und haut ihn ins Netz! Schalle! Mega! Mach schon wieder, ne? Lala! Regensburg, Lieblingsstadt! Ich liebe euch! Will für Hansa sein! Hansa-Block, Hansa-Block, alles! Alter Pröger, du bist der Wahnsinn! Und er hat's cool regnet hier! Pröger macht sein Ding! Der Goldtransfer! Rostock! 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 Stimmung ist da, alle sind da! Ich pack's nicht. 2-0. Mal wieder in Regensburg hier. Nicht zu überheblich sein. Du weißt, wie schnell das geht hier. Wir sind schon wieder zu sicher. Nix, 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 bevor nicht die 90 Minuten um sind. Komm. Oh, nochmal. Hart, Mann. Oh, 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 hart. Erstmal below, below. Ja, ja. Oh, verrückt hier. Oh. Alter, jetzt wollen die es aber. Wir sind noch Kinder. Wir sind noch Kinder, Pröger. Wir haben die Kontrolle und schießen tatsächlich auch die Tore. Besser kann es nicht sein. Schon mal schön, sehr schön. Eins gegen eins, Nico. Nico und Kolke. Wichtig, 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 wichtig. Die Null steht. Wir wollen die Halbzeit sehen. Jawohl. Perfekt. Was eine geile erste Hälfte. Wir schießen die Tore. Kämpfen. Halten die Null. Schiri, Exi. Sehr, sehr starke Leistung. Wir haben jetzt hier auch noch einen richtig korrekten Regensburg-Fan. Hi. Ja, was sagst du zur ersten Halbzeit? Naja, ganz klar, Rostock schon besser. Aber ich sag mal so, ne? Solange wir beide nicht absteigen, ist alles gut. Ihr habt ja auch mehr Punkte, auch wenn wir jetzt hier gewinnen sollten. Ja. Aber finde ich auch Hammer, ne? Hier auch die Regensburger, auch eine gute zweite Halbzeit. Danke, auch dir auch. Moin! So, 3-0 gewinnt Hansa. Immer wenn du hier bist. Ja, genau. Du bist der Glücksbringer, nicht ich. Er ist auch immer da in Regensburg. Ihr kennt ihn doch, DFB-Pokal und dann den Auswärtssieg. Genau. So geil, und jetzt zweite Hälfte, was sagst du, was geht da noch? Verhaupt noch ein Tor, dann bringen wir es nach Hause. Zweite Hälfte mit ein bisschen Verspätung, Grüße gehen dann alle raus. Ja, kann so weitergehen, ne? Was soll ich meckern? Ich habe nichts zu meckern. Komm, Nico. Schön, schön, schön.
Also, oha, was habt ihr hier gezaubert? Was ist das, Alter? Das gebratene Fleischkäse. 5 von 10. Hätte ich auch gezeigt. Eieiei. Was sagt der Meister? Ich finde, es schmeckt wunderbar. Passt super zum Fußball. Skala. 8 von 10. 8 von 10. Ja. Oha. Ja, ist nicht so meins, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Ja, ich hab so meine Bedenken, Mann. Jetzt ja, aber aufwachen, Jungs. Verhoben. Alle wieder am Ausstehen hier, der ganze Hansa-Block, das ist Wahnsinn. Und die Ecke ist auch der Wahnsinn. Melon! Wo nur einer reinrutscht. Oder hier bei uns einer reinrutschen. Komm, komm, komm. Ingelsson, geh, geh, geh. Ja! Der tanzt sie aus, aber sicher, sicher. Oh. Zu null, das muss zu null. Aber heute ist zu null, glaube ich, da will keiner rein. Harris! Harris! Ja. Da! Was? 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 Ja! 4-0! Hey. Was für Abfall! Oh, Matchwinner. Fast 10 Meter. 85. Mehr als verdient. Ne? Also 4-5-0 könnte es eigentlich auch stehen. Große Rot-Weiße und darunter ist es. Aber gefährlich. Da brennt heute nichts an. 3 Minuten noch. Und dann ist das Ding durch. Endlich wieder Auswärtssieg. Jolly, gekämpft. Sauber. Nächste Woche, da ist er dran, da macht er sein Tor und zur Krönung. Das wär's nochmal zum Abschluss. Ja, auswärts! Endlich! Hat sich doch gelohnt heute, diese 14 Stunden, oder? Beim Feiern, beim Tor. Das wird zensiert. Hose gerissen. Alles für den FC. Alles Rostocker. Hallo! Was eine geile Antwort nach diesen Rückschlägen. Perfekte Antwort, Jungs. Traumhaft. Regensburg gehört uns. Regensburg gehört uns. Aufstand. Heute nicht Regenstand. Was soll denn das?
Unser Fotograf! Ey, was hat denn der für ein Problem? Auf die Fresse! Auf die Fresse! Geht der unseren besten Fotograf auf die Eier? Ole, 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 ole. Johnny! Gib sein Trikot! Auswärtssieg! 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 Jawohl! Paris! So kann man Regensburg verlassen. So, mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Trotzdem alles Gute, gegen wir sind gut drauf. Gegen Hansa verlieren sie immer. So, jetzt geht's wieder zurück. 7 Stunden, aber das hat sich gelohnt. Endlich mal wieder ein Auswärtssieg. Danke, wirklich. Die 7 Stunden fliegen wir nach Hause. Genau. Danke dir. Mega. Ihr auch. Okay. Ich filme immer noch. Geiles Spiel. Danke für alles, Hansa. Wir warten noch auf den Meister, der seine Hose gerissen hat. Unsere Heimat ist ja in Regensburg. Nehmt es mir nicht übel. Heute können wir auch einfach mal feiern. Wir gehen endlich mal wieder gut gelaunt nach Hause. Auswärtssieg. Ja. Zur Feier des Tages gibt es auch noch ein feierliches Abendessen. Burgers. Und Pizzas. Planänderung, keiner wollte uns bedienen. Jetzt müssen wir wieder zum Standard rüber. Was für eine sensationelle Mannschaftsleistung, ne, vom Team. Jeder wirklich, da kann man keinen rausnehmen. Absolut gekämpft. Note 1 plus mit Sternchen für den Fahrer sowieso. Und für den Jungen da hinten gibt es jetzt auch noch eine schöne Verstärkung. So lässt es sich leben. Aber nur bei einem Auswärtssieg natürlich. Das war's. Wir sind immer noch absolut geflasht von dieser Leistung. Eine bessere Antwort konnten wir heute nicht liefern. Gut, dass Pieke auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Ruhe reingebracht hat. Mitten hier auf dem Rastplatz noch. Wie habt ihr das Ganze gesehen? Schreibt gerne rein eure Bewertung in die Kommentare. Dann werde ich mich auf jeden Fall ransetzen, für euch das Video fertig kriegen. Zwei Tage durchmachen, kein Problem. Wir haben nicht gepennt, aber sind gut drauf. Gute 2 Stunden brauchen wir noch, oder okay. Alvin? Ja, genau. Hey Alvin, hast du schon Tickets für Braunschweig? Leider noch nicht. Die machen uns eine sehr schwer. Falls einer von euch noch 2, 3 Tickets übrig hat, einfach melden. Wären wir euch sehr dankbar, ne, an die Braunschweiger oder auch Hansa-Leute. Es muss im Heimbereich sein. Wir wollen ja niemanden auf die Eier gehen. Genau, natürlich gegen Bezahlung, selbstverständlich. Wir wollen hier nichts abgreifen oder sonst was. Ja, meldet euch gerne bei mir auf Instagram. Bleibt stabil. Bleibt stabil, haut rein. Wir sehen uns nächste Woche im Ostseestadion gegen Sandhausen. Wer noch keine Karte hat, direkt holen. Ich hoffe, ihr habt alle schön gefeiert. Bis zum nächsten Mal.